Ein Wasserflugzeug wie dieses sucht Michael seit Monaten. Die HU-16 ist eine echte Rarität auf dem Flugzeugmarkt. Sein Besitzer, Captain Don, will dennoch verkaufen. This airplane was manufactured in 1952 for the United States Air Force for search and rescue. It was in Vietnam. It saved a lot of pilots that went down in the water. So this is an amphibious airplane. It lands in the water. Captain Don war sein Leben lang Pilot, beruflich und privat. Seit 20 Jahren ist er im Besitz des üppigen Wasservogels. All right, let's do it. I'm excited. What are we looking at? Well, we're gonna look at Miss Flash, first of all. Watch her eyes and walk around and she'll keep looking at you. Ein echtes Verkaufsargument? Wohl nur, wenn man eine besondere Beziehung zum Motiv hat. Das Pin-Up-Girl ist seine Frau. Du hast irgendein schönes Mädchen und du hast da vorne ein Foto. Und da gehst du jeden Tag dran vorbei. Wie bleibt das Foto? Super. Wie ist das Foto? Wunderbar. Wie ist das Foto? Ach, das ist super. Und jetzt kommt irgendwann das Mädchen, von dem sie das Foto gemacht haben, vor 25 Jahren. Die hat mittlerweile 3 Kinder bekommen, hat sich die Haare rot färben lassen, trägt eine Kurzhaarfrisur und hat mittlerweile Hosengröße 46. Are you his wife? Uh-huh. I've been his wife and girlfriend for 41 years. All right. Captain Don hat das Model, dessen Bild den Flieger ziert, zum Verkaufsgespräch gleich mitgebracht. Was machst du jetzt mit dem Foto? Musst du wegschmeißen. Wow, your wife was a hot little number, huh? Das geht nicht. Als Autohändler, wenn du die Wahrheit weißt, dann ist vorbei. Dann ist der Traum wohl so. Ist nicht so? Nein? Doch. Katastrophe. Ähnlich persönlich und liebevoll wie das Äußere ist auch das Innere des Flugzeugs gestaltet. You want to have your stick? No. Ja, was wirklich cool war an dem Flugzeug, war dieses Interior im Afrika-Look mit Kamelen, einem Wandteppich mit der Weltkarte, falls das GPS aussteigt, gestickten Sitzen. Einfach furchtbar. Einfach furchtbar. Oh, wow, nice. Ja, das ist einfach furchtbar. Was soll ich denn jetzt noch sagen? Es ist furchtbar. Wer kauft sich ein Flugzeug, das innen drin aussieht wie ein verschissener Afrika-Look-Puff? Kein Mensch. Mit Holzpaneelen. Es fehlen nur noch so Gardinchen. Unerträglich. Are these cougars? Yeah. We picked that up in Africa. Nice. You picked it up in Africa? The material. Yeah. Who doesn't go to Africa for the material? These are picnic tables. Out there, it's all military looking, and you come in here and you're like, oh. Ja, Gelsenkirchener Barock, ne? Die Innenausstattung lässt sich verändern. Weit wichtiger ist eine intakte Technik. Hat versteckter Rost dem Flugzeug zugesetzt? Im Cockpit lässt jedenfalls nichts auf eine längere Standzeit schließen. Alter, die kann ich so bedienen, ne? Da muss man gar nichts umbauen. Nichts. Wow. Check this out. You could go up and sit right here and have the pilot's eye view right here behind him. Das 14 Tonnen Schwergewicht mit 19 Metern Länge erweist sich als Raumwunder. Mit Umkleidekabine, ja. 6 Tonnen zuladen oder Kleinigkeiten ablassen. Geht beides. It is the original relief tube for the man to be able to go to the bathroom. So while you're in the air, the man can use the relief tube. Ist der Wasservogel tatsächlich in flugfähigem Zustand? Für Michael wäre das der Jackpot. Aber nur, wenn auch der Preis stimmt. Das große Problem mit allen Leuten, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die eine Albatros hatten, ist,
dass die mit diesem Flugzeug eine super Zeit hatten und die viel Geld in so ein Flugzeug reingesteckt haben. Und das ganze Geld wollen die jetzt wieder haben. Der Preis im Internet $329.000. Und Michael hat Julie recherchieren lassen. Die Maschine war lange nicht mehr in der Luft. Ziemlich lange. Diesen Traum von diesem Flugzeug haben die noch 10 Jahre lang mitgenommen. Vor 10 Jahren hätte man das vielleicht für diesen Preis verkaufen können. Aber man kann nicht dieses Flugzeug nehmen, 10 Jahre im Regen stehen lassen und dann den vollen Preis verlangen. Es ist also Zeit, gut zu verhandeln. Genau Michaels Ding. Eigentlich. Are you interested in buying this airplane? Maybe. Maybe. Well, I'm looking for sure maybe. I know, but I looked at one in Florida, okay? Which is in a very good price, you know? So tell me, what would be the selling price? The selling price? Mm-hmm. I'd like to get $375 for it. Yeah, that's a better attempt because it's already listed for $320-something, you know? Wenn so ein Ding annonciert ist für 329 und du kommst dahin und er fängt dann plötzlich an mit 375, entweder er denkt, du willst ihn so runterhandeln, was natürlich der Fall ist, oder der Typ hat eigentlich schon vergessen, für was er es überhaupt annonciert hat. Well, we changed the listing. I think it was 329 or something like that. Yeah. But we've had quite a bit of interest in it just recently. Oh, Sie müssen sich aber ganz schnell entscheiden, nicht lange nachdenken, nicht viel nachgucken, direkt die Kohle legen, weil sonst das Flugzeug weg und der Tante vorne drauf. Totaler Blödsinn. Da war das ganze letzte Jahr keiner. Da war seit 3 Jahren keiner mehr gucken. But make me an offer. Ein Pokerspiel, bei dem der Verkäufer aber schlechte Karten hat. So it did fly a month and a half ago? Yeah. In the summertime we fly it every week. Eben noch geflogen? Von wegen. Michael weiß deutlich mehr über das Flugzeug, als dem Besitzer lieb sein kann. Guck mal, das geht ja nicht darum, dass der dich anlügt. Du musst die ganze Position sehen. Der Typ ist 87 und wenn er das Flugzeug jetzt tatsächlich verkauft, dann gibt er alle seine Träume ab. Und in seinen Träumen ist er halt jede Woche damit geflogen. In echt natürlich nicht. Das muss man als Händler einfach nehmen. Da brauchst du nicht böse sein. Well, listen. You don't have to make me an offer tonight. No, I can't. I will never make you an offer tonight. Look, it's not. Look, it's not that you come and say, oh, I have to do this. Wenn das für 329 annonciert ist, du gehst dahin, er will plötzlich 375, dann weißt du, du brauchst nicht anfangen runterzuhandeln, weil das, was du bereit bist zu zahlen, wird der niemals akzeptieren. Schon wieder nichts. Der nächste Wasservogel-Deal ist geplatzt. Für den jetzt festgelegten Preis lässt sich das für mich nicht realisieren. Wir suchen also weiter, kein Problem.